Möchten Sie Ihr Unternehmen ins Handelsregister eintragen lassen? Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Bevor Sie sich auf den Weg zum Notar machen, erstellen Sie zuerst ein Konzept, damit Sie genau wissen, welche Tätigkeiten Sie anmelden wollen. Ein Unternehmensgegenstand wie Handel mit Waren aller Art ist zum Beispiel nicht zulässig. Der Unternehmensgegenstand muss klar definiert und allgemein verständlich sein. Der Firmenname ist ein wichtiges Aushängeschild Ihres Unternehmens und wirkt wie ein Markenzeichen. Wählen Sie deshalb einen kreativen Namen, der Sie von den Mitbewerbern abhebt und einprägsam ist. Arbeiten Sie zum Beispiel mit Buchstabenkombinationen, zum Beispiel ABC Saftbar GmbH, einem Gesellschafternamen, oder geben Sie Ihrem Unternehmen eine Fantasiebezeichnung. Haben Sie sich schon für einen einprägsamen Namen entschieden? Perfekt! Bevor Sie sich jedoch auf diesen Namen festlegen, sollten Sie die Rechte und die Verwendung des Namens prüfen. Recherchieren Sie zum Beispiel bei Google oder Bing, aber auch im Branchenbuch, ob der Name bereits werbend verwendet wird. Damit Ihr Wunschname nicht mit schon eingetragenen Unternehmen kollidiert oder es zu Verwechslungen kommen kann, überprüfen Sie ihn auf www.unternehmensregister.de. Auf dieser Homepage bekommen Sie einen Überblick über alle Firmen, die bundesweit in einem Handelsregister eingetragen sind. Aber auch wer nicht in einem Handelsregister eingetragen ist, besitzt Rechte. Daher ist eine Markenrecherche beim Deutschen Patent- und Markenamt empfehlenswert. Unter register.dpma.de finden Sie heraus, ob Sie Markenrechte eines Dritten verletzen könnten. Alles erledigt? Dann können Sie sich jetzt auch auf die Suche nach einer passenden Internetadresse machen. Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Firmennamen und Unternehmensgegenstand? Dann können Sie sich gerne an die IHK Nürnberg für Mittelfranken wenden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Weitere wichtige Tipps finden Sie auf www.ihk-nürnberg.de und dem Suchbegriff Handelsregister.